Um die Stadtentwicklung von Hoyerswerda ging es am Montagnachmittag im neuen Rathaus. Oberbürgermeister Stefan Skura hatte die Einwohner der Stadt zu einem weiteren öffentlichen Beteiligungsgespräch eingeladen. Als Grundlage für die Diskussionsveranstaltung stand dabei das 2011 vom Stadtrat beschlossene Leitbild Hoyerswerda 2025, welches aus 8 Visionsbausteinen besteht. Bevor in einzelnen Diskussionsrunden konkret über die Schwerpunkte Wirtschaft, Arbeit, soziales Senioren sowie Wohnen und Leben diskutiert wurde, kam das Leitbild als solches auf den Prüfstand. Für Frank Seifert vom Gewerbering stand fest, dass mit einigen Schlüsselprojekten vor 5 Jahren nicht der Kern getroffen wurde. Ziele müssten neu formuliert werden, um die Schrumpfung der Stadt zu stoppen. Detlef Degner vom Seniorenbeirat sah den Punkt Wirtschaft und Arbeit als oberste Priorität, damit alle anderen Punkte des Leitbildes nicht Vision bleiben. Und Architektin Dorit Baumeister rief dazu auf, den Mut aufzubringen, dass sich Hoyerswerda als Modellstadt mit Laborcharakter den Herausforderungen stellen sollte.